Und herzlich willkommen zu einem neuen Part, in dem wir versuchen, den Spielmodus Knock It nachzubauen, aber lediglich mit Comment-Blöcken. Das heißt, wir verzichten auf jegliche Plugins oder sonstige Modifikationen. Und ich würde sagen, lasst uns auch direkt mit dem fünften Part starten. Ja. Also, tatsächlich haben wir es bis jetzt so weit geschafft, diese Arena zu bauen und die Eingangshalle. Wo ist der Vorteil dabei? Ganz simpel, und zwar, wenn wir jetzt uns einmal zurückbauen. Falsche Richtung. Ich weiß nie, wo der Ausgang ist. Auf falsche Richtung. Richtige Richtung. Okay, sehr schön. Und zwar sind wir jetzt so weit, dass der Spieler quasi das Item bekommt. Wir haben die Koordinaten und ich würde erstmal sagen, dass wir jetzt die Koordinaten erstmal einfügen. Das heißt, wir hatten die Koordinaten. Das war eine Koordinate. So. Das wäre die nächste Koordinate. Okay. So. Und dann sind wir jetzt endlich beim letzten Comment-Block angeschritten. Und der dürfte das hier sein. Gut, dann sind wir damit. Ja, noch nicht ganz. Jetzt sind wir damit auch komplett fertig. Das heißt, jetzt können wir mal abreißen, das war nur zu Testzwecken da. Das heißt, dass die Leute dann auch wirklich richtig TP werden. Das heißt, ich stelle mich hier hin. Und nach ein paar Sekunden, das heißt, ich kann es mal ganz kurz abbrechen. Dann breche ich es wieder ab. Aber wenn ich mich jetzt wieder drauf stelle, dann steht hier wieder 15, 14, 13, 12, 11, 10. So, und jetzt werde ich hier hin tippet, aber. Oh. Okay, gut. Ich weiß, dass ich ändern muss. Und zwar muss ich eine ganz wichtige Sache ändern. Ich muss bei jedem kommenden Block noch ein. Er hat gleich 4 eingeben. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Weil was ich nämlich vergessen habe, ist, dass jetzt jeder, der diesen Tag bekommt, zu einer dieser 4 Koordinaten interpretiert wird. Zu jeder dieser Koordinaten interpretiert wird. Und ich muss ja sagen, dass nur einer in der, also der nächste in der Richtung interpretiert werden soll. Das heißt. So, fertig. Nochmal. So. Und es hätte nur noch ich tippet. Sehr schön. Dann sollen die Spieler auch gleichzeitig einen Slowness-Effekt kriegen. Das heißt, wenn die joinen, dann ist der Zähler ja noch nicht komplett unten. Warum geht er jetzt von neu los? Ich hinterfrage es mal gerade nicht. Achso, was ich auch noch machen muss, mal gerade. Warum geht er von selbst los? Okay, das ist vieles, aber das ist nicht gewollt. Ich verstehe beim besten Willen nicht, warum der sich selbst. Ach, der wird nicht geblockt. Und warum wird er nicht geblockt? Ah, okay. Ja, macht Sinn. Gut. Also, an sich müssten wir jetzt dem Spieler erstmal die Chat-Nachricht geben, in wie vielen Sekunden das Game auch losgeht. Und dafür benehme ich mir einfach mal. Welcher Kommentar war es nochmal? Sag schnell. Ja, der war's. Nehme ich mir diesen Comment Block und den packe ich dann mal
Hierhin. Score name is timer und das Objective ist knock. So. Weil ich eben gefragt habe, warum das Ding jetzt die ganze Zeit weitergegangen ist. Und zwar braucht das hier jedes Mal 4 Tags und 4 Tags. Und ich habe hier so eine Comment-Schlange quasi gemacht, also so ein Chain-Befehl, dass sobald das auf 0 ist, wieder auf 20 gesetzt wird. Und das wird so schnell wieder von 0 auf 20 gesetzt, dass dieser Detektor, die es normalerweise ab 0 abstellen, das gar nicht schnell genug das Signal verarbeiten können. Und deswegen, dass die ganze Zeit weitergeht, das war das Problem. Gut, das ist aber nichts, was wir nicht ändern können. So, habe ich das auch richtig geändert? Ja, habe ich. So, und der muss jetzt auch noch mal hier hin. Gut, dann können wir das Ganze mal testen. Wir gehen jetzt wieder zu irgendeinem Punkt. Gehen wir jetzt diesmal dahin. Spiel beginnt in 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9. Das ist jetzt normal, davon lassen wir uns jetzt mal nicht irritieren. Irgendwie bin ich bei der falschen Seite. Also, irgendwie. Danke. So. Deswegen mache ich Chain Commands nicht. Die sind mir sehr suspekt. Ich mache einen Repeater dran und schon kann nichts mehr passieren. Oh ne, ich habe jetzt nicht die einzelnen Befehl gelöscht, oder? So. Probieren wir uns wieder. Gehen wieder in Minecraft. So, git fa. Tag gleich im Spiel. Ein Stick mit dem Enchantment 19 Level 3. Das bewegt jetzt einfach lediglich, dass die quasi auf ihren Stick Knockback, also die 19 steht für Knockback und die 3 steht halt für die Stärke, ne? Das müsst ihr wissen. So. Okay, dann. Oh. Achso, der wurde. Ah, Block Update. Okay, gut. Also, falls ihr euch fragt, wie ich das hier hinbekommen habe. Ich weiß es auch nicht. Ich habe mit dem Effekten rum experimentiert. Ich wollte nämlich eigentlich dem Spieler nur so ein Herz geben, aber irgendwie habe ich mich dabei selbst getötet, aber auch irgendwie nicht getötet und bin jetzt gerade in dieser Animation, wo man eigentlich stirbt, drin gefangen. Und deshalb hat man es kennt, die ganze Zeit diese Todesanimation. Sieht sehr lustig aus. Auch im Inventar. Aber naja, okay, gut, sei es drum. Sobald das ausgeführt wird, soll aber gleichzeitig. Ein weiterer Command ausgeführt werden. Ja, machen wir einfach mal so. So. Und dieser soll dem Spieler. Da braucht er gemein mal gerade wieder. Ja, nicht conditional. So, dieser Command, der jetzt kommt, der soll dem Spieler quasi einen Effekt geben, und zwar Effekt add a tag gleich im Spiel. So, dieser soll den Effekt slowness kriegen für, ja, 9 Sekunden. Also 9 Sekunden. Und das in der Stärke 10. Naja, dann kann er, glaube ich, gar nicht mehr laufen. Oder
übertreiben wir mal komplett und geben den in Stärke 50. Achso, ganz wichtig. True. So, dann testen wir das Ganze mal. Ich gehe... Tja, denkst du dir, ne? Ich gehe heute hier hin. Das hätte er jetzt nicht erwartet, ne? Das hätte er jetzt nicht erwartet. Ich gehe jetzt einfach mitten, während ich mich entscheide, einfach wieder weg. Unerhört hier. So. Nicht wundern, das ist normal. Okay. Davon hat es gerade irgendwie gar nichts funktioniert. Was auch interessant ist, ist die Tatsache, also was wirklich interessant ist. Oh, okay. Wie mache ich das jetzt am schlausten? Mein Problem ist gerade, dass ich den am besten hier noch mit unterkriegen möchte, aber überhaupt gar keine Ahnung habe, wie ich das am besten machen soll. Also am besten wäre es wirklich, wenn ich den einfach jetzt hier hinsetzen würde. Einfach den da hinsetzen würde und den auf Conditional mache. Ich glaube, es reicht schon, wenn ich das auf 5 setze. Blindness. So. Das Spiel beginnt in 19 Sekunden. So, die Zeit haben wir. Sehr schön, die Sekundenzahl wird dafür aber angezeigt. Es ist stockduster. Und es beginnt damit. Ich würde sogar sagen, dass ich den Blindness-Effekt eine Sekunde länger mache. Oder andersherum, ich mache den Nicht-Bewegungsmodus eine Sekunde kürzer. So, weiterhin soll hier jemand geklärt werden. Also clear at a tag gleich. Im Spiel habe ich den Stick davor gegeben. Nein, habe ich nicht. Okay, sehr schön. Und Game Mode 2 add A im Spiel. So. Und dann sollten wir mal gucken. Also. Theoretisch gesehen müssten wir jetzt schon so sein, dass wir jetzt gleich eigentlich nur noch die Todesanzeige machen quasi. Und ja, was sonst? So, perfekt. Das läuft super. Das läuft ja quasi wie am Schnürchen. Und warum?
okay. Weil ich zwei Minecraft-Fenster gleichzeitig auf habe und quasi beide Sounds selber bei meinen Boxen ins höre. Oder so ein Geräusch. Naja, okay. Gut. So, die Technik hätten wir jetzt soweit schon mal fertig. Oder? Nee, warte, die hat gar nicht geklappt, oder? Hat die geklappt? Warum habe ich die eigentlich alle auf Conditional gestellt? Da, der muss erstmal Conditional sein, oder? Achso, doch, die müssen alle Conditional sein. So. Meine Frage war jetzt nämlich, wurde man vor allem geklärt und so weiter und vor allem auch in den Game Mode 2 gesetzt? Nein, wurde man nicht. Warum wurde man das nicht? Boah, ich sehe nix, ich sehe nix. Danke. So. So, ich hätte vielleicht auch einen Tag schreiben sollen. Das wäre vielleicht ganz nett gewesen. Gut, dann sind wir damit schon fertig. So, ich habe mich die ganze Zeit davor versucht zu verstecken. Aber ich muss jetzt angehen. Ich muss jetzt herausfinden, wie ein Spieler gestorben ist. Das heißt, wenn ein Spieler ins Spiel mit reingeht, erstmal. Also erstmal das rein hypothetisch gesehen, ne? Wenn er jetzt reingeht. So, ich kann mich noch nicht bewegen, ich kann nichts machen, obwohl ich kann springen. Ja, gut, das hilft mir jetzt auch relativ wenig. Ich könnte theoretisch gesehen auch das Jump Boost 100 geben, sodass man auch nicht springen kann. Wenn ich jetzt hier drinne bin. Ja, nehmen wir mal einen anderen. So, der hat einen Stick. Und der schmeißt mich da jetzt. Achso, geht gar nicht, weil der Weakness hat. Okay, dann nehmen wir den mal. So, wir schmeißen den jetzt in die Lava. Der nimmt mega langsam Schaden. Also wirklich mega langsam. Weil klar, nach einer Zeit stirbt er dann schon irgendwann. Aber halt wirklich sehr, sehr langsam. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich teste, ob bei irgendeinem Spieler, also ich lasse die Spieler testen, ob bei ihnen ein Block über ihnen ist. Und falls das stimmt oder stimmen sollte, werden diese quasi solange quasi bei den Spielern ein Lava-Block über deren Kopf ist oder ja genau, sobald ein Lava-Block über den Kopf ist, kriegen sie quasi dann werden sie rausgeschmissen. Aber ne, es wäre auch zu OP, sage ich jetzt mal. Ich würde am liebsten die Herzen rausfinden. Sobald ein Spieler nur ein halbes Herz hat, soll es sterben. Weißt du was? Zum Rumexperimentieren gehen wir mal dann dafür in der nächsten Folge dann in den Browser und gucken da mal, ob wir was gemeinsam finden. Denn die Aufnahme ist schon wieder lang genug. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich und ciao.